Weißt du, hier ist eine Leiter. Können wir vielleicht, eine Leiter? Da! Die Leiter ist weg, da können wir wohl nicht hoch. Okay. Och, nicht doch. Schluck weg. Ich trinke mal gerade einen Schluck. Kriege ich sonst wieder Hosteritis. Ich hätte mal gerade einen Vorschlag, da eine Leiter, da scheinbar eine Luke in der Decke. Willst du das Bild nochmal sehen? Nicht unbedingt. Ich dachte, ich hätte da drüben was Rotes gesehen, aber das habe ich mir wohl nur eingebildet. Kein Hebel. Mann, was für ein Chaos. Wenn ich je auf ein magisches Portal gehofft habe. Ich dachte kurz, da unten wäre noch ein weiteres Geheimnis, aber nur eine lose Diele. Lose Dielen sind nicht schlecht. Kann man sich mal angucken. Hier ist nichts. Okay, dann untersuchen wir mal ein bisschen die Hütte. Vielleicht finden wir doch hier irgendwo einen Geheimraum. Wer weiß. Ein Juno-Schild, Alaska. Garten. Sorry, Leute. Hinweise auf ein Bild. Willst du das Bild noch mal sehen? Da ist ein Schalter am Eingang. Der Hebel sollte dahinter sein. Aha. Ah, oh, hier ist er. Ein Hebel. Let's go. Sie öffnet sich. Die Geheimnishüterin bewahrt die größten Geheimnisse immer in den Wolken auf. Ja, komm. Find mir. Oh, so hoch kann ich nicht springen. Dann nehmen wir vielleicht mal eine Leiche. Deine eklige Schuhe fasse ich bestimmt nicht an. Wir suchen eine Leiche. Wie komme ich auf Leiche? Ich habe eine sehr offensichtlich offensiv rumstehende Leiche. Kannst du was sehen? Nö, nichts. Ah, da ist Licht. Ui. Heilige Scheiße. Das hat mich gleich ein paar Jahre altern lassen. Wow. Das ist ihre Geschichte. Ihr kleines Reich. Guck, sie hat was hinterlassen. Jetzt zerstört ihr die Stimmung hier. Es hat ein Kombinationsschloss mit Buchstaben. Glaubst du, sie hat den Code hier irgendwo versteckt? Ja, ich Marianne kenne? Wahrscheinlich. Und? Bist du bereit? Ja, fangen wir hier an. Code-Knackerei. Und wenn es dazu nämlich
Hinweise gibt. Erkennst du das? Ja, wie in der Geschichte, in der die Kobolde den wilden Jäger austricksen. Sieht so aus. Aber es ist anders, oder? Sieh mal im Buch nach. Es war einmal eine junge, hoffnungslose Prinzessin. Es bewegt sich. Oh, manche von diesen Teilen sind Knöpfe. Okay. Ah, okay. Sieht dieser Ast etwas anders aus? Weiß nicht. Müssen wir drücken. Warum hat sie wohl das Schloss im Hintergrund hinzugefügt? Keine Kobolde. Ja, im Original haben die Kobolde die Prinzessin vor dem wilden Jäger gerettet. Okay, können wir nochmal gucken. Wilder Jäger. Hier ist das. Warum hat sie das Bild wohl geändert? Ich weiß nicht. Vielleicht als Botschaft, damit uns diese Unterschiede irgendwas sagen? Etwas über Mary Ann, meinst du? Sind zwei Sterne, dann weil drei sie Sterne. Die Prinzessin ist? Ja. Versuchen wir alle zu finden und einen Sinn darin zu erkennen. Okay, finde die Unterschiede. Das ist nur ein Stern. Ohne Bedeutung. Da sind zwei Sterne und da sind drei Sterne. Das ist, ja, das ist schon. Bedeutung ist schon da. Das ist nur ein Stern. Ohne. Ja, Bedeutung hat sie jetzt nicht wirklich eine. Ja. Der Mond soll, glaube ich, leuchten. Ah, es ist nicht der gleiche Titel. Würde das als Unterschied durchgehen? Den Mond würde zum Leuchten bringen. Vielleicht auch nicht. Aber der Titel ist anders. Nur vielleicht drehen und oder irgendwie wechseln. Und woanders einen anderen Titel finden. Findest du, sein Lächeln sieht anders aus? Ah ja, auf jeden Fall. Ast hat es nicht geleuchtet. Selbst wenn der Ast ein bisschen anders ist. Ich denke nicht, dass das irgendwas bedeutet. Warte. Sollen wir die Unterschiede markieren oder was? Ast und Schloss. Prinzessin, die auf jeden Fall woanders steht. Der wilde Jäger hat hier noch zwei Hände. Also war das entweder bevor die goldene Fürstin ihm die Hand abschnitt oder nachdem er sie zurückerhielt. Dann trägt es sich entweder vor oder nach den meisten Geschichten zu. Ja, irgendwann. Eine rosa Blume. War die im Originalbild? Eine Vase. Oder doch nicht? Gut. Da waren zwei, ja. Es ist nichts. Der Arm geht runter. Der Baum war nicht da. Okay. Tja. Finden wir vielleicht hier einen anderen Titel, den wir dort hin tun können. Welcher ist denn eigentlich der richtige, wer ist denn der richtige Titel? Okay, finde das vielleicht ein Hinweis. Hier ist das. Du Grumblinst, du Warum hat sich das Bild wohl geändert? Ich weiß nicht. Vielleicht als Botschaft, damit uns diese Unterschiede irgendwas sagen? Etwas über Mary Ann, meinst du? Weil sie die Prinzessin ist? Ja. Versuchen wir alle zu finden und einen Sinn darin zu erkennen. Okay, das ergibt gar keinen Sinn. Wir haben hier keinen Titel, den wir austauschen können. Okay, was wir brauchen ist hier. Irgendeine Idee, wie der Code lauten könnte? Nein. Bevor wir raten, sollten wir wohl gucken, ob Marianne einen Hinweis hinterlassen hat. Es müsste ein Farbcode sein. Die springt dann gleich. Okay. Zurück in deinen Teich. Ah, hier können wir die Sammelfiguren abstellen. Du kommst dahin, stattlicher Elch. Alle haben wir natürlich nicht entdeckt. Der heutige Bisam kann seinen Fels zurückhaben. Ja, hier fehlen natürlich noch einige.
die wir nicht entdeckt haben. Das ist natürlich jetzt schade. Jetzt zurückzubringen, das ist der Platz der Pompeii-Dame. Die lästigen Kobolde kommen hierhin. Die Mondhexe muss in ihrem See gefangen sein. Das gäbe, glaube ich, noch ein extra, ein kleines Special extra, wenn wir da alle Figuren zusammengesammelt hätten. Und es fehlen scheinbar einige. 1, 2, 3 hier auf der Seite und hier auch nochmal mindestens 3, eine 4er. Sammlerstücke. Objekt nicht gefunden. Tja, haben wir nicht sorgfältig genug gesucht. Warum sind die Bilder vom Buch der Kobolde hier? Ich weiß nicht. Hey, ich will versuchen, dieses hier zu lösen, bevor wir uns an die anderen machen. Leute, der listigen Kobolde. Okay, finde die Unterschiede. Ach so, da müssen wir vielleicht mal das Gesicht. Hier ist das. Warum hat sie das Bild wohl geändert? Ich weiß nicht. Vielleicht als Botschaft. Damit uns diese Unterschiede irgendwas sagen? Etwas über Mary Ann, meinst du? Weil sie die Prinzessin ist? Ja. Versuchen wir alle zu finden und einen Sinn da. Selbst wenn der Ast ein bisschen anders ist. Ich denke nicht, dass das ist das. Wow. Was ist da drin? Tyler, siehst du das nicht? Wir haben alle gefunden. Wir müssen das wohl als nächstes lösen. Und ich würde noch das Buch der Kobolde lesen. Bilder, Briefe. Hast du die je zu Gesicht bekommen? Alle Bilder, die ich von Marianne kenne, sind die, die an der Wand hängen. Tja. Oh, armes Ding. Warum bewahrt sie hier eine alte Zeichnung eines Haustiers auf? Mein Vögelchen Polly, ich will dich für immer vermissen. Die goldene Fürstin. Das war eindeutig ihre Mutter. Okay. Also kommt Marianne aus einem reichen Elternhaus? Ein weiteres Sammelstück. Scheint so. Wäre nett gewesen, etwas davon abzubekommen. Kaum zu glauben, dass sie Ballett gemacht hat. Marianne. Und gut war sie auch noch. Gott, das passt ja gar nicht zu ihr. Aha. Eine aus einem guten Haus. Scheinbar wurde sie irgendwie verstoßen oder irgendwie, ja, ist geflohen oder so, weil es ist ja definitiv. Wow, ich glaube, ich habe sie noch nie so jung auf einem Bild gesehen. Ich glaube, das im Hintergrund ist ihre Mutter. Ja, weil definitiv ihre Eltern und die hätten sie jetzt nicht in den Waldstuhl geschickt, wenn es da nicht was... Wusstest du, dass sie Maschinenbau studiert hat? Nein, aber sieht aus, als sei sie zu bildende Kunst gewechselt. Ich glaube nicht, dass sie wirklich gewechselt ist. Der Antrag ist nicht unterschrieben und er ist zerknittert, als wollte ihn jemand wegschmeißen. Aha. Antrag auf Ummeldung des Hauptfachs. Semester Herbst 1984. Ursprünglich Hautbach Maschinenbau, neues Hauptfach bildende Kunst. Aha. Die Eltern wollten, dass. Ich deute das so, dass die Eltern sie zum Maschinenbau bringen wollten. Was denn? Okay. Und sie wollte bildende Kunst machen und die Eltern wollten das nicht. Das ist aber okay. Mary Ann, ich kann das nicht mehr. Du verdienst mehr als klischeehaften Quatsch. Wie, es liegt nicht an dir, sondern an mir. Aber um ehrlich zu sein, war alles einfach zu viel, um damit klarzukommen. Ich habe festgestellt, dass ich einfach nicht bereit bin. Vielleicht hätte es anders ausgehen können. Jetzt habe ich mich verfranst. Wenn wir mit all dem allein hätten fertig werden können, ohne den ständigen Druck deiner Mutter. Und jetzt ist es nun mal, wie es ist, und vermutlich zu spät, um daran etwas zu ändern. Es tut mir so leid,
Du bist ein toller Mensch und du hast mich zu einem besseren Mann gemacht. Ich hasse mich dafür, das zu tun, aber ich denke, dass wir beide besser daran sind, wenn wir uns trennen. Und schon komme ich wieder mit Klischees um die Ecke. Bitte bleib, wie du bist. Hier aber dennoch Fuchs brennt. Okay. Haben Kann sich, dieser Typ nicht Klartext sprechen? Haben sie sich geschieden. Es ist traurig. Glaubst du, der Typ bei ihr ist Brent? Der aus dem Brief? Ich denke mal, ja. Weltvorwirtschaft. Okay. Jo, Vergangenheit. Tyler, siehst du das Licht? Wir müssen das wohl als nächstes lösen. Das Licht. Sehe es. Okay, jetzt haben wir hier ein blaues U. Okay. Da ist die Fürstin wieder. Sie ist überall. Eine Figur der goldenen Fürstin war doch in dem Stapel beim Bild vom wilden Jäger. Ja. Vielleicht hängt das also alles mit dem zusammen, was wir dort gefunden haben. Die Fürsten können wir erstmal hier. Der hat doch hier bestimmt auch einen Platz. Die goldene Fürstin bleibt in ihrem Schloss gefangen. Und wir nutzen noch mal 6. Okay. Hey, ich kann das Teil neben der goldenen Fürstin bewegen. All diese Bilder, sie sehen aus wie Bilder aus Marianne's Leben vor Dallas, nicht wahr? Also, einige davon jedenfalls. Vielleicht geht es darum. Wir müssen rausfinden, welche echt sind. Befreit die goldene Fürstin die Tiere? Dem Besen nach zu urteilen, würde ich sagen, sie befreit sie nicht, sondern scheucht sie davon. Dann tut sie das hier bei der Katze. Das sieht doch eher gut aus. Die Katze wegscheuchen. Ein Hinweis aus dem Buch kriegen wir nicht, oder? Die bildende Kunst wollte sie machen, also vielleicht hier. Die Prinzessin beim Tanzen, Geige spielen und Wolle spinnen. Scheint, als hätte sie diese Dinge zum Spaß gemacht. Siehst du, wie unglücklich sie auf allen Bildern aussieht? Ich glaube nicht, dass sie Spaß hatte. Schon, aber die Mutter hat's nicht. Achso, wir haben hier, okay, die Katze. Nee. Nicht? Doch, doch, hier die Katze. Und den Hund. Da haben wir den Vogel. Ein Vogel, da haben wir doch den Hinweis bekommen, dass die Vogel hier das Ballett. Natürlich. Und hier. Die kluge Prinzessin versucht anscheinend wegzurennen. Und die goldene Fürstin beobachtet sie. Ja, da drüben Mechanikerin, das hier, den. Da will sie von weg. Okay. Und das würde ich so sagen, oder? Was macht die goldene Fürstin? War es das? Es öffnet sich. Ja, sehr gut. Hier der Freund, da der Job, die Ausbildung, die sie nicht machen wollte. Hier das Ballett. Und da der Vogel. Was diesmal drin ist? Hinweise fürs nächste Rätsel sind drin. Sollten wir uns also ausführlich angucken. Das Haus im Wald. Ist das Carol? Ja, und Sam. Sieh mal, er ist so jung und glücklich. Drehen wollen wir es. Ja,
und lesen. Salmonberry Park. Ist das eine Art Kommune? Sieht so aus. Echt schräg, dass sie in einer solchen Gemeinschaft gelebt hat. Mit, naja, anderen Menschen. Das Komischste ist, dass sie sie anscheinend alle geliebt haben. Wo war diese beliebte Mary Ann, als sich die ganze Stadt gegen uns gewandt hat? Von den guten Leuten von Salmonberry Park, Kodiak-Insel, Juni 1992. Lass mal wieder von dir hören. Suche weiter nach Antworten auf Fragen in deinem Kopf, für die du blind bist. Smiley, Shelly. Wir vermissen dich jetzt schon, Sol und Bronwyn. Schade, dass wir dich an die moderne Zivilisation verlieren. Wir werden deine positive Einstellung und deine Abenteuerlust vermissen. Und dein Geschick mit wilden Pilzen, haha. Der hübsche Markus. Gute Reise, Marianne. Rick. Marianne, du hattest die wärmste, schönste Aura. Ich weiß, dass dein Strahlen nie aufhören wird, egal wo du landen wirst. Frieden und Segen, der Ritter. Danke, dass du unsere kleinen Sonnenschein machst. Gute Reise, Cabot und Vati. Ich mag deine Fotos. Alles Liebe, Kamala. Camilla. Okay. Salmonberry Park. Ist das eine Art Kommune? Sieht so aus. Echt schräg, dass sie in einer solchen Gemeinschaft gelebt hat. Mit, naja... Wow. Sie hat für einen Uhrmacher in Juno gearbeitet, bevor sie nach Dallas kam. Kein Wunder, dass sie so geschickt war. Oh, so hat sie also das Haus gefunden. Interessant. Und den langen Brief? Ihr Vater. Oha. Marianne, ich hoffe, der Brief kommt bei dir an. Aber da du keine Kontaktdaten hinterlassen hast, muss ich ihn an deine Tante schicken und auf das Beste hoffen. Ich schreibe, um dir mitzuteilen, dass deine Mutter letzte Woche verstorben ist. Oh wei. Ihre Trauerfeier war heute. Das Haus war den ganzen Tag lang voller Leute. Freunde, Familie, Kollegen und Kirchenmitglieder. Jetzt ist es 23 Uhr und ich sitze allein im Küchentisch, umringt von etlichen Speisen, Blumen und Beileidskarten. Meine Cousine Heidi hat ein schönes Fotoalbum mit Urlaubsbildern aus La Corona mitgebracht. Du bist auf allen mit drauf. Heute aber warst du nicht da. Seit 4 Jahren haben wir nichts von dir gehört. Und wir können nur hoffen, dass du gut in Alaska oder wo auch immer du dich gerade aufhältst, angekommen bist. Und du und dein Kind in Sicherheit seid. Dein Kind, Einzahl. Okay. Ist einer von denen adoptiert? Deine Mutter war jahrelang krank und depressiv. Ja, da wissen wir uns, an wen sie es vererbt hat. Sorry. Du kannst dir sicher vorstellen, warum. Wegen des Kummers, von der eigenen Tochter gemieden zu werden. Puh. Und ihr Enkelkind nicht aufwachsen sehen zu können. Er breitete sich in ihrem Körper aus wie Krebs und hat sie komplett zerstört. Und all das Leiden nur, weil du wie ein launisches kleines Mädchen abgehauen bist. Boah, diese Vorwürfe hier an die eigene Tochter. Anstatt ihre Hilfe anzunehmen, als du außerehelich schwanger wurdest. Ah. Das sagt vielleicht einiges. So, jetzt bin ich abgeschwiffen. Außerehelich, schwanger wurdest, nachdem das College abgebrochen hast und völlig pleite warst. Sie hat dir ihre Hilfe nur angeboten, weil sie wusste, dass du noch nicht bereit bist, ein Kind großzuziehen, Marianne. Die Pflicht einer Mutter endet nicht, wenn das Kind das Haus verlässt. Jetzt bist du selbst Mutter und ich hoffe, dass du anfängst zu verstehen,
dass gute Erziehung nichts mit dem Verhätscheln von Kindern zu tun hat. Es geht darum, für sie zu sorgen und sie zu den Persönlichkeiten zu formen, die sie werden sollen, ob sie es wollen oder nicht. Okay, ja, es ist. Verstehe nur auch den Erziehungsstil der Eltern von Marie Anne. Ich werde dir nicht weiter zur Last fallen. Du hast deine Ansichten deutlich gemacht. Ich dachte nur, dass du das wissen solltest. Okay, ist leer. Okay. Was ein Brief von den Mary Eltern. Anne war 1992 schwanger, schon bevor sie herkam. Vor uns. Haben wir da draußen ein verschollenes Geschwisterkind? Möglich, aber... Ach so. Wer weiß, vielleicht gab sie es weg oder erlitt eine Fehlgeburt. Beide adoptiert. Ja, du hast recht. Ob wir ihren Vater ausfindig machen können? Du meinst den Großvater, von dem sie nie erzählt hat? Ich glaube, das will ich nicht. Findest du es nicht toll, eine größere Familie zu haben? Du hast den Brief gelesen. Ich denke, wir sind ohne sie besser dran. Na schön, suchen wir weiter. So, das nächste Rätsel. Jetzt haben wir O. Das ist gerade aufgeleuchtet, also schätze ich, wir sollen es als nächstes versuchen. So, gelbes O, rotes L. Ich würde mal raten, das nächste ist dann Y. Gelbes O. Oh, gutes L. Was ist das? Eine Art Karte? Das können wir jetzt bestimmt auch wieder anhand der letzten Hinweise machen. Okay. Was ist das Pflanzending da oben? Ah, das sind ganz klar Lachsbärenblüten. Hey, der Abschluss in Freiluftstudien macht sich bezahlt. Okay. Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bären und der steinalten Biberdame zu sein. Okay, warte, die Uhr hatten wir auf jeden Fall. Müssen bloß die Reihenfolge bekommen. Aus dem Schloss. Okay, sie war am Anfang im Schloss. Das ist das Schloss der goldenen Fürstin. Müssen wir jetzt einen Weg finden. Beim Uhrenmacher hat sie gearbeitet, das haben wir rausgefunden. Was sollen die Bären bedeuten? Eine Art Uhr? Super, die Dings. Was ist das Pflanzending da oben? Ah, das sind ganz klar Lachsbärenblüten. Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bären und der steinalten... Das ist das Haus der Prinzessin. Anscheinend tut sich da nichts. Vielleicht ist es kaputt. Okay, wir sollten hier nochmal... Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bären und der steinalten Biberdame zu sein. Müssen wir mal gucken. Okay. Hier hatten wir doch die Hinweise. Okay, das ist das Abendessen, das ist das Haus. Wow. Da waren die Uhrenmacher. Sie hat für einen Uhrmacher in Juno gearbeitet, bevor dann sie nach der Bären. Bus kam. Kein Wunder, dass sie so Brief geschickt war. Von den Eltern. Die Bären, das war jetzt hier der Brief mit dem... Aber in dem Dorf, das mit den Freunden, mit der Kommune. Okay, was könnte zeitlich zuerst passiert sein? Das mit dem Uhrmacher wird relativ spät passiert sein. Die Freunde könnten auch noch... Brief von den Eltern, der ist dann... wohl relativ spät einzuordnen. Als schon abgehauen ist. Ich würde es auch irgendwie als Start... Ziemlich sicher, dass alles im Stapel datiert war. Warum schauen wir nicht nochmal nach? Ich würde sagen, ist das hier? Pflanzending da oben? Ah, das sind ganz klar Lachsbären. Das ist Kommune. Hey, das muss relativ früh gewesen sein. Macht sich bezahlt. Würde ich sagen. Dann das scheint hier ein Abendessen vielleicht mit dem alten Bären und der steinalten Biberdame zu sein. Dann eine hier. Art Uhr? Das ist das Schloss der goldenen Fürstin. Nee, das muss... Das ist das Haus der Prinzessin. Das ist das Schloss der Goldenen... Verdammt. Warum tut sich nichts?